Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum ersten Webinar der Reihe Praxis mit Optionen und das Ganze natürlich mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier begrüßen. Direkt die erste Frage im Chat: Wird aufgezeichnet? Ja, wird aufgezeichnet. Keine Sorge, das heißt, wenn man mal früher rausgehen muss oder sowas, gibt es im Nachhinein immer auf YouTube, aber mit dabei sein ist natürlich immer noch mal was Besseres, als im Nachhinein sich das Ganze auf YouTube anzugucken. Ja, ich bin gespannt, was der Thorsten heute uns so zeigen wird. Von daher springen wir einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle ganz gleich, was hier gehandelt wird, von wem hier was gehandelt wird. Jedes Webinar bei FX Flat dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was in diesem Fall jetzt hier Thorsten eventuell gleich handeln wird. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig vorweg zu sagen. Und das wäre es auch eigentlich von meinem Intro. Dann würde ich sagen, Thorsten, gebe ich dir jetzt mal hier die Möglichkeit, deinen Bildschirm zu teilen. Du darfst das jetzt gerne tun. Ich sage dir, sobald du geklickt hast, ob ich das Richtige sehe. Launcher, GoToWebinar sehe ich hier gerade. Jetzt geht ein Browser auf, jetzt kommt Handelsblatt. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Flo. Ja, herzlich willkommen heute beim ersten Webinar Praxis mit Optionen. Ich versuche übrigens nächste Mal mit Video dabei zu sein, weil der ein oder andere, der hat daran gezweifelt, dass ich auch derjenige bin, der da redet letzte Mal. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, dass man mich dann auch mit Kamera sieht. Wir waren ja jetzt auch auf der World of Trading. Dankenswerterweise hat mich FX Flat dazu eingeladen und da habe ich auch einen Vortrag halten dürfen. Leider ohne Fliege und bemerkte definitiv eins, ohne Fliege erkennen mich wirklich weniger als mit Fliege. Also sorry dafür. Natürlich, Fliege ist Pflicht und das wird natürlich auch in der Zukunft weiter so stattfinden, damit man mich in Anführungszeichen auch erkennt. Long story short, wir fangen jetzt auch an. Worum soll es gehen in den Webinaren Praxis mit Optionen? Ja, zum einen, dass wir nicht nur die Theorie wie in den Vorwebinaren hier dauerhaft predigen. Ich sage es immer, den Worten müssen auch Taten folgen und durch die Taten werden wir dann hoffentlich auch ein wenig erfolgreich mit dem Optionshandel sein. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man sich mit dem Markt, mit der Marktumgebung beschäftigt, um zu eruieren, was für Strategien man schlussendlich auch umsetzt. Ja. Wenn wir jetzt direkt anfangen und uns die letzten 2 Tage mal Revue passieren lassen, das waren ja 2 Tage, die hat man selten im Börsenleben wahrscheinlich gesehen. Hier steht es beim Handelsblatt, ich habe jetzt einen Artikel aufgerufen, soll keine Werbung für Handelsblatt sein. Nur das fand ich als Überschrift genau zutreffend. Stärkste 2-Tages-Rallye seit 2020 für den S&P 500. Für den Dow Jones übrigens waren die letzten 2 Handelstage die besten Handelstage zu Beginn eines 4. Quartals seit 1938. Also das war schon wirklich gewaltig und natürlich kam wieder in Anführungszeichen die Stimmung auf. Ist jetzt wieder bullisch und nicht bärisch. Also man sollte natürlich nicht zu voreilig sein. Jetzt seit 3 Minuten hat die amerikanische Börse geöffnet. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie der DAX bis eben reagiert hat und die Future auf den S&P 500, also die Future, die werden ja so circa 23 Stunden am Tag getradet. Also dann kann man schon vorher ungefähr sehen, wie der Markt gestimmt ist. Und da sieht es ein bisschen bärischer aus, was jetzt auch nicht so überraschend ist nach den 2 Tagen, die wir jetzt hier erleben durften. Ich gucke mir beispielsweise gerne immer auf Finviz diese Map an. Das ist jetzt eine Performance des letzten Tages des S&P 500. Und wir sehen eigentlich alles rot. Und das, was rot ist, ist wenig rot. Also das war schon echt gewaltig, was wir hier erlebt haben. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wie waren denn die Tage zuvor? Ich mache das hier mal über den Barchart. Da habe ich hier einen Stock-Screener eingestellt und da habe ich mir mal die Megacaps, also alles, was größer als
200 Milliarden an Marktkapitalisierung ist, habe ich hier aufgezeigt. Und da sieht man hier schön in dieser Spalte die Entwicklung der letzten 5 Tage und daneben direkt eine Spalte der Performance seit Jahresbeginn. Und wenn ich das jetzt mal sortiere, dann sieht man hier oben erstmal die ersten drei, das sind die Öl-Companies und das haben wir ja auch gesehen, der Ölpreis ist ordentlich angestiegen. Ich glaube, heute um 15 Uhr war ja auch dieses OPEC-Plus-Treffen und das könnte den Anschub noch ein bisschen, ja, ich sag's mal, erhöhen. Bedeutet schlussendlich, dass wir vielleicht zeitnah weitere Kurssteigerungen sehen. Kommen wir aber später noch drauf zurück. Nichtsdestotrotz auch die Steigerung hier, die wir hier sehen, auch bei Home Depot, alles schön und gut. Wenn man aber das sieht, was hier an Kursrückläufen seit Jahresbeginn sind, ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der ein oder andere, der jetzt mein letztes YouTube-Video gesehen hat, beziehungsweise auch auf der Messe, also auf der World of Trading war, der hat es ja mitbekommen, ich habe unterschiedlichste Strategien, um mit dem Optionshandel auch erfolgreich zu sein. Ich sage es immer wieder, Diversifikation ist das A und O. Eine Strategie, ein Wert alleine kann natürlich klappen, ist aber in Anführungszeichen wackeliger. Ne? Auf einem Bein lässt sich ja bekanntlich auch schwer stehen. Und deshalb diversifiziere ich das wie folgt. Das heißt, ich habe hier 4 verschiedene Blöcke, in die ich das einteile. Da habe ich die cash-generierenden Strategien. Das sind halt alle Strategien, womit ich ausschließlich durch die Vereinnahmung der Prämie Cash zu generieren. Also da geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie meinen Aktienstamm erhöhe oder als Investor tätig bin. Dafür habe ich ja den zweiten Block. Das sind die Investorenstrategien. Ja, also da heißt es auf gut Deutsch, ich versuche irgendwie mit den Optionen entweder an Aktien zu kommen oder auf einen bestimmten Aktienbestand Prämien zu schreiben, also zu verkaufen, so dass ich meine Rendite ein bisschen erhöhe. Aber ich kann natürlich auch diese Investorenstrategie dafür nutzen, dass ich auf gut Deutsch immer weiter von der Kursentwicklung des Basiswertes der Aktie auch mit profitiere. Der dritte Punkt für mich ganz wesentlich, das sind auch die Rohstoffe. Warum auch Rohstoffe? Weil es natürlich auch wichtig ist, dass man in Märkte aktiv ist, die jetzt nicht zwingend mit den Aktienmärkten korrelieren. Ja, und da gibt es schon Rohstoffe, die sind weniger korrelierend und da kann man natürlich auf gut Deutsch einen eigenen Weg, einen eigenen erfolgreichen Weg einschlagen und das dann halt auch auf verschiedensten Schultern verteilen, das Risiko. Last but not least, ich denke, nirgends mehr wurde ich oder zu keiner Situation, an die ich mich erinnern kann, außer während der Corona-Krise, habe ich mehr E-Mails bezüglich Hedging und Kursabsicherung bekommen wie jetzt. Also das ist natürlich eine Sache, die interessiert viele, weil natürlich ganz viele in den letzten Wochen und Monaten auch, ja, ich sag's mal auf gut Deutsch, ihr Portfolio erweitert haben und sich jetzt auffragen oder gefragt haben, wie kann ich das jetzt absichern, beziehungsweise wie kann ich einsteigen in den Markt, ohne direkt alles zu verlieren. Und das ist das, worum wir uns auch bei Praxis mit Optionen in den Webinaren konzentrieren. Also das heißt, diese 4 Themen, die greifen wir natürlich dann auch ab. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Das ist halt wichtig. Wie gesagt, wir gucken uns die Märkte an. Wir gucken uns aber auch an, wie panisch ist der Markt. Ich habe hier einen Panikbericht. Den findet man optionsforwinners.de/Panikbericht. Wird jeden Morgen aktualisiert. Das ist meine Morgenroutine, die ich auch per Instagram verschicke, zumindest das Ergebnis, natürlich nicht die ganze Seite, aber ihr könnt diese Seite natürlich auch frequentieren, wie gesagt, kostenlos und da habe ich verschiedene Indikatoren, die für mich Auskunft geben, wie panisch ist die Situation als solche und das geht hier von 3 bis 8, also bei 8 ist es wirklich mega panisch. Und wir sehen es hier auch, wenn ich das jetzt mal gucke, hier am 22.03., das war ja ungefähr der Zeitpunkt, wo der Corona-Höchststand war, beziehungsweise die Aktienkursen den Tiefpunkt hatten.
Und da hatten wir halt natürlich auch solche Ausschläge, was die Panikindikatoren angehen, bis 8. Und dann ist es natürlich immer gut, in Anführungszeichen dort einzugreifen. Ja, wenn die Panik am höchsten ist, ist es natürlich auch gut für uns Optionshändler, weil dann häufig, oder was heißt häufig, weil dann halt die Volatilität, ein Teil der Prämie einer Option, mega hoch ist. Und da können wir richtig schön teuer verkaufen. Auf der einen Seite natürlich von einer fallenden Vola profitieren und auf der anderen Seite können wir natürlich auch unsere Optionen auf Strikes ansetzen, die weit aus dem Geld sind. Ja, das ist ganz, ganz schön. Also ich erinnere mich dran, da habe ich damals Daimler beispielsweise mit Strike von 20 getradet und da gab es halt eine mega hohe Prämie für. Und da habe ich dann halt auch gesagt, und das war jetzt Cash Secured Put, Investorenperspektive, für 20 lasse ich mir Daimler andienen. Ja, das wären dann 2000 Euro, 100 Aktien, eine Option, wären es das gewesen. Woraus besteht das jetzt hier? Da haben wir den Fear and Greed Index, der ist von der CNN, also den kann man sich hier auch anschauen, also wenn wir jetzt uns das mal hier angucken und dann sieht man auch, dieser Fear and Greed Index, der besteht aus 7 Subindikatoren, ja, das heißt, das Ergebnis, was wir hier sehen, basiert hier unten, kann sich auch jeder mal durchlesen und auch interessant, wenn man sich jetzt die Situation anguckt, wo der Fear and Greed mega niedrig war, also wo extreme Fear war, da hatte es auch meistens gute Einstiegsmomente gegeben. Ja, also das sollte man sich natürlich auch gerne mal anschauen. Was für uns auch wichtig ist, natürlich Put-Call-Ratio. Was heißt das? Ja, ist man jetzt mehr auf die Absicherung auf Put? Ja oder nein? Und da sieht man natürlich jetzt hier auch, hier hatten wir Put-Call-Ratios von 1,85, teilweise sogar bei 3. Also da hat man auch gesehen, jetzt wird richtig sozusagen abgesichert. Und der nächste Punkt ist ja auch der Volatilitätsindex. Der wird ja auch gerne als der Angstbarometer bezeichnet. Was sagt der aus? Ja, der sagt ja das Folgende aus. Der VIX ist ja nichts anderes als die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Wenn wir jetzt den S&P 500 als den Markt betrachten, kann man ja auch indirekt sagen, wie viel ist man auf gut Deutsch bereit für seine Absicherung des Marktes zu bezahlen. Und wenn wir natürlich einen sehr, sehr hohen VIX haben, heißt das ja schlussendlich nichts anderes, dass die Versicherungsprämien extrem hoch sind. Wann sind sie hoch? Ja, wenn sozusagen das Feuer direkt vor der Tür steht, ja, dann haben wir hier ganz, ganz hohe Volatilitäten und die nutzen wir als Optionshändler natürlich auch aus. Dann gibt es noch die Volatilität der Volatilität, das ist der VVEX. Dann vergleichen wir hier gerne nochmal den 3-Monats-VIX mit dem VIX. Last but not least kommen wir sofort raus, wir gucken uns die Terminstrukturkurve an. Das heißt, die Aneinanderreihung der Futures auf den VIX, ganz wesentlich, kommen wir sofort zu. Die Up- und Down-Volumes, das hört man ja jetzt überall. Die Anleihen, ne, dass jetzt beispielsweise die 10-Jahres-Anleihen in Anführungszeichen weniger Rendite bringen als die einjährigen. Ja. Inverse Zinskurve, Stichwort hier. Und wenn wir das uns jetzt hier nochmal angucken, wir gucken uns das hier an, investing.com, alles frei verfügbar, kostet nichts. Da kann man sich das hier auch immer schön ansehen, wie sich die 10-jährigen Anleihenrenditen entwickeln. Und die werden ja auch immer als Vorläufer für die Aktienmärkte benannt. Und wenn wir sehen, hier waren wir bei 3,94,9 und seitdem läuft es ein bisschen runter. Und was ist passiert mit den Aktien? Die sind hochgelaufen. Das ist natürlich immer interessant, wenn man sich damit auch mal ein wenig näher beschäftigt. Volatilitätsindex, ich habe es gerade gesagt, die Terminstrukturkurve, was können wir hier erkennen? Hier können wir erkennen, dass die erste Volatilität, also der erste Frontkontrakt, teurer ist als der zweite. Was heißt das auf gut Deutsch? Man ist bereit, jetzt mehr für seine Absicherung zu bezahlen als sozusagen morgen in der Zukunft. Und das bedeutet ja nichts anderes, das Feuer ist direkt vor der Tür, also es ist ein Zeichen für Panik und das wird hier auch Backwardation genannt. Ja, also diese Entwicklung, wenn der Frontkontrakt, der erste Kontrakt teurer ist als der zweite, ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür,
dass wir in einer Backwardation sind. Normal ist es so. Ja? Normal ist es so. Und wenn wir uns das jetzt noch mal kurz angucken, wie es in der Vergangenheit war, ich mache es jetzt mal für Corona im Februar 2020. Da gehe ich jetzt mal auf den 24. Februar. Und wenn wir uns den Tag davor angucken, da sehen wir noch, da ist es so. Ja? Und jetzt, ich hole die mal nach. Da am 24. Februar fing es an mit der Panik. Der Markt, der ging wirklich ordentlich nach unten und es ging weiter. Ja, und die Volatilität, wenn man das noch weiter spinnt und geht jetzt hier, kann man sich schön die Entwicklung angucken. Und das ist natürlich etwas, was wir hier auch immer gerne machen. Wir haben jetzt hier beispielsweise, ich hole mal hier rein in der Trader. In der Trading View, das ist die Chartplattform, die ich nutze, und ich gehe jetzt mal ein paar Tage zurück. Und dann sieht man hier direkt, hier ist der 24. Februar. Hier ging es ja schon in Anführungszeichen los. Ja, und wenn man das selber gewusst hätte, dann hätte man vielleicht hier nicht mehr groß long investiert. Ja, und jetzt hier, das ist natürlich der Indikator, der signalisiert ja auch von wegen, es wäre jetzt Zeit mal zu shorten beziehungsweise zu hedgen. Aber die Backwardation, die ist schon ein wesentlicher Teil meines Panikberichtes, den ich, wie gesagt, jeden Morgen mache. Wenn wir uns die Situation jetzt mal anschauen und wir überlegen uns mal, warum ist es in den letzten 2 Tagen so aufwärts gegangen, da gab es natürlich unterschiedlichste Gründe für. Ein Grund war natürlich, dass es jetzt wohl wirklich so ist, dass die Wirtschaft an Dynamik nachlässt. Ich gucke mir jeden Tag immer hier bei forexfactory.com/Kalender, gucke ich mir die Termine an. Und die Amerikaner, die machen es ja teilweise einem wirklich einfach. Hier sieht man, welche Termine haben wohl einen größeren Einfluss auf die Entwicklung und welche nicht. Und wenn man sich das dann ganz faul machen will, dann geht man hier einfach drauf und lässt sich einfach nur die mit dem High Impact anzeigen, mit dem großen Einfluss. Und dann sieht man hier schon Termine, die wichtig sind. Und ein Termin, der wichtig war, beispielsweise gestern, das war mit den offenen Stellen und man hat gedacht, hier ist es, man würde 11 Millionen offene Stellen haben und jetzt hat man 10 Millionen. Ja, das heißt, es scheint sich auch auf dem Arbeitsmarkt auszuwirken. Ja, und da hat man gedacht, okay, es scheint wohl doch wirklich schlecht zu sein. Jetzt positiv, wenn es wirklich schlecht ist, dann wird doch hoffentlich die Fed, die amerikanische Notenbank, ihr Tempo, was die Leitzinsanhebung angeht, ein bisschen drosseln. Und das hat natürlich zur starken Motivation geführt und deshalb sind natürlich auch beispielsweise hochverschuldete Unternehmen stark nach oben gegangen. Und das sind Punkte, die man natürlich immer auf dem Schirm haben muss. Das sind jetzt Bad News, sind Good News. Das heißt, wenn wir jetzt am Freitag, ein ganz wichtiger Tag, da wird die Arbeitslosenquote kommuniziert von den Amerikanern. Wenn die Arbeitslosenquote jetzt beispielsweise schlecht ausfällt, dann wird es wahrscheinlich, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass der Markt wieder steigen wird. Ja, weil man dann natürlich immer mehr Argumente hat, für beziehungsweise gegen das Programm der FED eine stramme Zinspolitik weiter in der Geschwindigkeit fortzuführen. Das darf man nicht vergessen. Das hat wirklich einen wesentlichen Impact. Ja, und die letzten 2 Tage haben es ja auch gezeigt, wenn wir uns das hier nochmal angucken. Das ist jetzt die Leitzinsanhebung seit Anfang des Jahres bis dato. Ja, und wenn wir sehen, wir sind jetzt bei 3,25%. Und wir waren bei 0,25%. Das heißt, 3 Prozentpunkte wurde der Leitzins angehoben. Und man geht davon aus, dass es noch weiter geht. Ein weiterer Punkt, warum es beispielsweise jetzt gestiegen ist, war die Leitzinsanhebung von der australischen Notenbank. Ja, man Australien ist ja eher selten auf dem Schirm, aber in dem Fall schon. Warum? Weil die ihre Zinsanpassung nur um 25 Basispunkte angehoben hat. Da hat man mehr gedacht. Und jetzt die Umkehr war,
Okay, wenn die australische Notenbank jetzt doch langsamer vorangeht, hoffentlich, Hoffnung in Anführungszeichen, wird das auch bei der FED ankommen, ja, und die FED wird das ein wenig drosseln. So, und da sind wir jetzt natürlich in Anführungszeichen in einer Bredouille, insofern, wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten sehr positiv ausfallen am Freitag, kann es natürlich sein, dass es wieder nach unten geht und dann müssen wir uns natürlich auch mit Widerständen, Unterstützung etc. beschäftigen. Was wir natürlich als Optionshändler machen können, wir können natürlich Strategien uns basteln, was wir uns gleich auch angucken werden, die sowohl als auch profitieren. Ja, also dass wir jetzt nicht direktional, das heißt nur in eine Richtung profitieren, sondern dass wir es non-direktional machen, dass wir sagen, wir wollen auch profitieren, wenn es jetzt vielleicht nicht in unsere Richtung läuft, ja, die wir vielleicht annehmen. Das heißt, wir versuchen, unsere Wahrscheinlichkeiten ein wenig nach oben zu holen. Was ich auch immer gerne mache, das ist dieses FedWatch-Tool. Das heißt, hier werden Wetten drauf gemacht, wie viel Basispunkte wird die nächste Zinsanhebung sein. Wir sind ja jetzt bei 3,25. Das heißt, hier sind zurzeit 62,8% der Meinung, dass es das nächste Mal um 75 Basispunkte angehoben wird, 37,2, das ist nur 50. Und das Interessante hier sind immer die Entwicklungen. Ja. Die gucke ich mir dann natürlich auch immer an, wie das jetzt die, ja, wie die Wetten hier sind. Ja, also für mich ganz, ganz wichtig. Was noch interessant ist, und hier sind wir wieder in der Trading View, die blaue Linie, das ist der S&P 500, also jetzt ist der SPY, also der ETF auf dem S&P 500 und hier unten, das ist der US-Dollar-Index. Jetzt sieht der ein oder andere vielleicht sofort, guck mal hier, hier geht es runter, hier geht es hoch, hier geht es hoch und hier geht es runter. Dass da eine inverse Entwicklung ist. Ja, was ist der US-Dollar-Index? Hier habe ich das mal einfach auf Wikipedia. Da können wir wirklich froh sein, dass es die gibt. Was ist das eigentlich? Der US-Dollar-Index ist eine Kennzahl, welche den Wert des US-Dollars mittels eines Währungskorbes aus 6 Währungen vergleicht. Ja, aus 6 Währungen. Und wichtig ist, dass der Verlauf, das heißt, hier kann man anhand des Verlaufs eine Stärke und eine Schwäche des US-Dollars erkennen. Und was war in der Vergangenheit der Fall? Dass der sehr stark wurde. Und die Stärke des US-Dollars hat wohl scheinbar gleichzeitig eine Schwäche bei S&P 500 ausgelöst. Und ich kann das jetzt noch mal ein wenig anders zeigen, indem ich beides hier in einen Chart reinhole. Ja, dann hole ich beides hier in einen Chart. Ich nehme einfach eine neue Preisskala im selben Chart. Ja, und das mache ich jetzt invers, also ich invertiere, Skala invertieren. Und dann kann man schön sehen, wie das hier wirklich gleich läuft. Ja, ist wirklich ein schöner Vergleich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich den Dollarindex auch immer vergegenwärtigt, dass halt auch hier schlussendlich gezeigt wird, dass ein sehr starker Dollarindex, wo ein sehr starker Dollar ist, das auch direkt sichtbar einen Nachteil für die Aktienmärkte hat. Genau. Was ich auch immer mache, das kann ich nur einfach empfehlen, weil die Fragen kommen natürlich auch häufig, wo kriege ich meine Informationen her etc. Ich gehe einfach auf Seeking Alpha, das muss jetzt hier keine Bezahlversion sein, aber ich gehe drauf und ich lese mir die Artikel einfach durch. Hier kann man sich nach Märkten, kann man sich das alles angucken. Hier kriegt man ein wirklich breites Wissen und das Interessante ist, hier kann ja jeder sozusagen einen Bericht schreiben, wenn man sich als Autor angemeldet hat. Und da sind halt so die ein oder anderen Autoren, die ich mir angucke, weil die mir natürlich auch ein bisschen Analysearbeit mit ihren Auswertungen abnehmen. Ja, ganz wichtig für mich. Was ich auch mache, ich bin ja auch ein technischer Analytiker, das heißt, ich gucke es mir natürlich auch schon gerne an und immer zu Beginn einer Woche rufe ich mir diese Seite auf für eine technische Analyse. Ich gucke mir hier auch die jeweiligen Pivot-Punkte an, ne? Fibonacci hat der ein oder andere gehört. Ich bin ein Freund hier von Woodies. Und das gucke ich mir an und der nächste Schritt ist immer vom Big Picture nach unten, dann täglich und last but not least
gehe ich hier auch noch auf stündlich. Also damit beschäftige ich mich natürlich. Das jetzt on Detail ist natürlich ein bisschen schwer hier wiederzubringen. Wenn ich einer meiner Strategien mir hier anschaue, dann ist das Erste, was ich mache, ich gucke mir den Markt an. Das heißt auf gut Deutsch, ich schaue mir an, wie ist der Markt gestimmt. Das kann man mit Indikatoren in der technischen Analyse schön machen. Ich habe mir jetzt hier einen Indikator zusammengestrickt, der ein oder andere kennt den, der O4W Best Indikator, der basiert auf diversen Subindikatoren. Long story short, rot bedeutet bärisch, weiß neutral, grün bullisch. Und hier haben wir halt auch schon gesehen, wie lange wir hier bärisch sind. Das, was gestern kam, hat natürlich in Anführungszeichen den Bären vielleicht verlassen. Die Frage ist, wie stabil es ist. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo es schlussendlich hier, hier und hierhin gehen kann. Ja? Und wenn wir uns das mal überlegen, ist natürlich die Frage, woran es liegt. Einen Punkt habe ich eben genannt. Das kann natürlich jetzt auch an die Umstände, beispielsweise an der Arbeitslosenquote, die am Freitag in Amerika kommuniziert werden, liegen. Da gibt es aber natürlich noch viele, viele andere Faktoren. Das ist jetzt beispielsweise auch der Ölpreis. Der hat natürlich immer einen Impact auch drauf. Das sind die Chinesen, die man natürlich nicht vergessen darf. Ich erinnere jetzt an Tesla. Tesla hat ja nicht nur seine Umsatzzahlen in Anführungszeichen nach unten revidiert, sondern ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch der, wenn die chinesische Wirtschaft abschwächt, hat das natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Absatzzahlen von Tesla, von der Automobilindustrie. Ja, es ist genauso wie bei den Amerikanern. Das ist ja ein wesentlicher Punkt, den wir uns auch immer gerne angucken. Das ist ja die Stimmung der Privaten, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Auf jeden Fall, das ist auch ein Index. Da kann man halt sehen, was die Amerikaner für eine Kauflaune haben. Und wenn die Kauflaune nachlässt, ist es de facto natürlich für die Wirtschaft insofern schlecht. Weniger Umsatz bedeutet weniger Gewinn. Weniger Gewinn bedeutet Gewinnwarnung. Und dann gehen die Aktien nach unten. Wenn mehrere Aktien nach unten ziehen, zieht der Markt nach unten. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Also da kann natürlich alles passieren. Hier sind wir aber, wie gesagt, in einer Phase, wo wir jetzt nach oben, nach unten und seitwärts uns entwickeln können. Aber was man nicht vergessen darf, gucken wir uns doch mal an, wo wir seit Anfang des Jahres sind. Und das ist natürlich hier auf jeden Fall abwärts. Wichtig, Volatilitäten eben schon genannt. Und ich habe es ja hier auch an diesem VIX Trader signalisiert. Also alles unter dieser 50er Linie deutet auf eine hohe Volatilität hin. Für uns als Optionshändler, wie gesagt, vorteilhaft insofern, dass wir natürlich teurer verkaufen wollen. Das ist ja immer unser Plan, teuer verkaufen, billig einkaufen. Ich habe mir jetzt mal ein, zwei Werte rausgesucht, die für mich interessant sind. Das ist natürlich auf der einen Seite jetzt was Rohstoffartiges, aber wir wollen einfach mal hier komplett durchgehen. Viele haben mir beispielsweise die Bank of America genannt, weil die halt vom Kurs doch noch recht attraktiv ist. Wir sind hier bärisch. Also hier würde ich jetzt beispielsweise jetzt aus der Cash-Perspektive keine Optionen drauf traden mit der Erwartung, dass der Kurs nach oben geht. Das heißt, hier würde ich jetzt nur eine nackte Option, eine nackte Put-Option traden, wenn ich den Wert auch haben will. Weil wir ja wissen, wenn der Kurs nach unten geht und das Treibpreis wird erreicht, wird der Käufer der Option sagen, ich verkaufe jetzt die Aktie für 28 Dollar und ich als Verkäufer muss diese Aktie für 28 Dollar mal 100, also für 2800 Dollar annehmen. Und die Frage muss man sich natürlich stellen. Ich würde das jetzt aufgrund der Wahrscheinlichkeiten nicht so machen, dass man hier eine Cash-generierende Strategie macht, sondern ich würde mir wahrscheinlich was angucken, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, diesen Wert jetzt auch zu kaufen, aber ich will das mit Optionen ein wenig absichern. Wir kommen hierzu in Optionstrat. Ja, Optionstrat ist etwas, was ich hier gerne mache. Da kann ich mir schön diese Strategien hier auch anzeigen lassen. Also wie ich die mache, kann ich die einzeln gleich zusammenstellen. Und dann gucke ich mir einfach mal an, was man da machen kann, um auch schlussendlich ein bisschen Profit zu bekommen, aber das Risiko nach unten natürlich auch zu begrenzen.
Ich gehe auf Options Strat. Das erste, was ich halt mache, ich gehe jetzt einfach hier mal rein. Ich verkaufe jetzt eine Call-Option, aber das erste, was ich machen will, ich will mir 100 Aktien jetzt kaufen. Also gehe ich auf Add Plus, kaufe mir 100 Aktien, Underline, 100 Stück, und jetzt nehme ich erstmal kurz die Option hier weg. Was wir hier natürlich sehen, ist ja klar, wenn der Kurs nach oben steigt, dann mache ich Profit, wenn er nach unten fällt, mache ich Verluste. Ist ja 1:1, und deshalb habe ich hier die Chance auf Profit bei 50%. Ja, 50% ist die Chance, dass ich Geld verdiene, 50% ist die Chance, dass ich Geld verliere. Und jetzt kann man sich das natürlich erhöhen. Ich habe jetzt hier mal eine Laufzeit gewählt von 45 Tagen und ich verkaufe jetzt eine Call-Option. Ich habe ja jetzt schon die Aktien sozusagen im Depot. Ich verkaufe die Call-Option und suche mir einen Preis aus. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie in den nächsten Tagen um 10% steigt. Ja, das wären jetzt bei 31 Dollar, 10% wären 3 Dollar, wären wir ungefähr Pi mal Daumen bei 34 Dollar. Da setze ich jetzt den Strike-Preis. Ja, da setze ich jetzt den Strike-Preis. Ne, da habe ich hier die Profitabilität mit dem Kurs von 31,56 bis 34. Das wären jetzt 2,44 Dollar wären mit der Kursperformance der Aktie. 2,44 Dollar mal 100 sind 244. Durch die verkaufte Call-Option bekäme ich noch weitere 74 Dollar. Und dadurch kommt dann dieser Profit hier zustande. Ja, das heißt, ich habe meinen Profit zwar begrenzt, ja, weil ab hier ist die Grenze, habe ich keinen Profit, aber ich habe meine Chance, dass ich hier eine Treffsicherheit habe, von 50 auf 57% erhöht. Und warum? Weil ich natürlich mit der Prämie meinen Break-Even von vorab 31,57 auf 30,84 nach unten angepasst habe. Ja, das ist dann der Vorteil. Ich habe dann zwar einen begrenzten Gewinn, aber ich bin schon früher im Profit, als wenn ich nur die Aktie trade. Jetzt kann man natürlich sagen, alles schön und gut. Ich gehe mal ein bisschen näher rein, weil ich will noch ein bisschen weiter runden. Aber was mich ja definitiv stört, ist, ich kann ja theoretisch hier trotzdem komplett mein Geld verlieren. Das wären dann 3.052 Dollar. Und da sage ich zu mir, nee, das will ich jetzt nicht in der Marktphase. Ich will meinen Gewinn zwar nach oben hin begrenzen, bin ja mit den Prozenten, die ich gerade gesagt habe, okay, ne, ich habe auch eine Chance auf Profit von 60%, aber das nach unten, nee, das will ich nicht, das will ich auch irgendwie begrenzen. Und das kann man natürlich machen, indem man jetzt hier eine Put-Option kauft. Ich kaufe eine Put-Option. Ja? Und dann sage ich, mein maximaler Verlust sollte jetzt hier beispielsweise bei 155 Dollar sein. Mein Profit ist natürlich jetzt auch niedriger, weil für die gekaufte Put-Option habe ich jetzt einen Dollar bezahlt, mal 100 Dollar. Wenn mir das jetzt beispielsweise zu teuer ist, dann sage ich ganz ehrlich, ich gehe ein bisschen mehr Risiko ein, dafür hole ich mir ein bisschen mehr Profit. Jetzt habe ich auf gut Deutsch um die 400 Dollar theoretischen Verlust. Mein Profit liegt bei 207, aber wenn ich jetzt überlege, wie war es denn vorher? Vorher war mein Verlust bei über 3.000 Dollar. Das habe ich jetzt natürlich angepasst. Selbst wenn ich hier auf 25 ginge, wo ich dann einen Verlust von 600 Dollar habe, habe ich trotzdem noch auf der anderen Seite eine Profitaussicht von 224 Dollar. Ich sage jetzt trotzdem, ich gehe bei 28. Bei 28 gehe ich raus. Aber wenn der Kurs da fällt, dann sage ich doch auch, ich will trotzdem irgendwie mir wieder was kaufen. Wenn er jetzt bei 25, dann gehe ich wieder rein. Kann man doch machen. Ich verkaufe eine Put-Option. Und wenn ich die Put-Option bei 25 hier ansetze, hieße es, bei 33 werde ich meine 100 Aktien los. Ich habe den maximalen Profit von 285 Dollar gewonnen. Wenn ich hier bei 28 bin, habe ich die Möglichkeit, die Aktie abzugeben. Ja, aber ich habe trotzdem hier 144 Dollar durch die Prämien verdient,
Nur der Kursrücksetzer, der Verlust, den muss ich natürlich dagegen rechnen. Wenn die Aktie jetzt aber weiter fällt auf 25, dann sage ich, komm, ich lasse mir wieder andienen. Und deshalb sieht das dann auch so an. Weil bis hier bin ich ja in einem Bereich, wo ich dann wirklich weiter Geld verliere. Aber ich habe ja gesagt, ich gehe hier bei 25 auch wieder rein. Da will ich das haben. Und das ist jetzt das Schöne. Das wollte ich euch mal eben kurz zeigen, wie schön man die Sachen hier machen kann. Wenn ich diese jetzt mal wieder wegnehme, dann wäre es eine schöne Sache, weil auf gut Deutsch, ich habe jetzt hier mein Break-Even bei unter 30 und ich habe trotzdem noch einen Profit von $306, was ja, long story short, wenn man das jetzt auf die 3160 rechnet, doch schon ordentliche Rendite ist. Und die Wahrscheinlichkeit hier, die ist jetzt von 50 auf diese hier oben genannten 66%. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie man natürlich auch seine Investorenstrategien mitmachen kann. Also das ist jetzt hier die verkaufte Option. Da muss man natürlich dran denken, dass das eine verkaufte ist. Kann man sich dann natürlich hier, je nachdem, wie man es mag, machen. Und diese Strategie, die nennt sich jetzt hier Coverage Short Strangle. Wenn ich die jetzt hier wieder wegmache und ich mache mein Hedge dahin, machen wir nochmal einmal den Hedge dazu, Add Buy Put, ja, und die remove ich jetzt, ja, dann ist das das, was ich eben gesagt habe, wo ich meinen Verlust hier begrenze. Das wäre jetzt der Verlust von maximal $306. Mein Profit ist natürlich begrenzt und wenn sich beispielsweise die Aktie auf eine Stelle bewegt, hätte ich hier sogar noch eine vereinnahmte Prämie von $54. Das ist alles, was wir übrigens bei uns im Club auch machen. Wir gehen natürlich, wenn wir was mit Investoren machen, gehen wir natürlich auch fundamental auf die Sache ein. Alleine durch Medien oder alleine durch, mein Kumpel hat gesagt, das reicht uns nicht aus. Da machen wir natürlich eine Fundamentalanalyse und dann gucken wir uns natürlich auch an, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten eines Profits und dementsprechend passen wir natürlich auch erstens die Strategie und zweitens natürlich die Strikes und die Laufzeiten dementsprechend auch an. Jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir denn sonst noch hier auf der Agenda? Waren ja unsere cash-generierenden Strategien und ich habe mir jetzt mal eine rausgesucht. Ich gucke sie mir nochmal hier an. Das ist Home Depot, kennt ja jeder, die haben ja ungefähr 30% jetzt schon verloren. Die haben ein grünes Open, das wäre jetzt etwas, was mir helfen würde, hier einzusteigen. Da habe ich wenigstens noch einen bullischen Rückenwind und dann gucke ich mir mal an, was ich da machen kann. Der Wert liegt bei 286, das heißt, ich mache jetzt bestimmt keinen Short Put. Ein nackter Put würde bedeuten, dass ich natürlich 100 von diesen Aktien bekomme. Ja, das ist natürlich nicht für jedes Konto gerade empfehlenswert. Aber ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Iron Condor aufgesetzt. Iron Condor ist abgesichert mit Long-Optionen hier auf den unteren und oberen Seiten. Es ist ja nichts anderes als hier haben wir den Bull Put Spread, BPS Bull Put Spread. Wir verkaufen eine Option, wir kaufen eine Put-Option. Und auf der Oberseite haben wir einen Bear Call Spread. Wir verkaufen eine Call Option und wir kaufen eine Call Option. Die verkauften Optionen sind näher am Geld, die sind also dominant und die bringen mehr Prämienvereinnahmung, als dass wir an Prämien für die gekauften Optionen zahlen. Dieses Beispiel hier zeigt jetzt eine Chance auf Profit von 84%. Wir würden hiermit für 45 Tage $156 an Prämie verdienen. Auf der Unterseite hätten wir jetzt $1.500 Risiko, abzüglich der vereinnahmten Prämie natürlich. Warum 1.500? Wir verkaufen für 245 und wir kaufen für 230. Das Risiko liegt dazwischen. Das heißt, das sind 15 mal 100, das sind 1.500. Abzüglich der $155, dann kommen wir hier auf diese 1.345. Hier oben habe ich einen kleineren Spread gewählt, ja, also der Abstand zwischen der verkauften Call und der gekauften Call-Option. Und da wäre ich dann bei 10 mal 100, das sind 1.000, abzüglich der 153, da kämen wir hier auf die 847. Natürlich, ganz wichtig,
245 ist das hier oben und 340 ist das hier. Wenn wir uns das jetzt nochmal hier angucken, bevor wir das gleich auch aufsetzen. 340, 245. Wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein? So. Und da sieht man schon, wir haben hier das letzte Mal im März 2021 das gehabt und hier oben, das ist also auch, sind also auch schon ein paar Tage her. Wir könnten jetzt sagen, nach oben hin, wenn wir das jetzt sind, sind das 54 Punkte, nur die 340 minus die 286 sind 54 Punkte. Und wenn man jetzt die 286 zu die 245 nimmt, sind das 40 Punkte nach unten, bis wir, sage ich auf gut Deutsch, hier an diesen Strike ins Geld kämen, sozusagen in die Pflicht. Das wäre jetzt eine Idee, die ich hier nehmen würde. Das Problem, was wir momentan haben, was heißt, es ist kein Problem, wir achten natürlich immer darauf, dass die Earnings weit weg sind. Earnings, was heißt das? Ja, da werden die Ergebnisse kommuniziert und die Ergebnisse, wenn die mal voll daneben sind, beispielsweise, ach, da kann ich so viele Beispiele nennen, aber jetzt mal Beispiel Meta, also Facebook, da ging es ja teilweise 25% nach unten. Das wollen wir nicht, das wollen wir natürlich ausgliedern und das kann man hier auch schön sehen. Ich gehe jetzt mal in die Tabelle hier rein. Und dann sieht man hier auch am 15. da wären jetzt die Earnings. Das ist aber auch nicht unser Ziel, hier bis zum Schluss zu bleiben. Spätestens bei 75% der vereinnahmten Prämie würde ich es doch empfehlen, aus dem Trade rauszugehen. Ja. Und wir gehen jetzt mal live in die Trader Workstation. Ja, die möchte ich jetzt auch mal hier zeigen. So. Was ihr hier sehen könnt, das sind die Trades aus unserem Club. Ja, in unserem Club traden wir ja auch und wir haben hier verschiedenste Sachen. Wir haben hier ein Iron Condor auf Apple. Wir haben eine Cash Secured Put Option auf BASF. Wir haben hier einen Öltrade, das ist ein Iron Condor auf einen Ölfuture. Den haben wir auch laufen. Hier haben wir noch einen Bull Put Spread. Das war halt auch eine Brot- und Butter-Strategie. Hier habe ich eine Brot- und Butter-Strategie auf Royal Caribbeans eröffnet. Und als es doch weiter nach unten ging, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen einen kleinen Hedge in Form eines Bear Calls. Und hier unten haben wir noch auf den S&P 500 auch zwei Iron Condors. Die Iron Condors, die sind jetzt natürlich sehr dominant. Und warum? Wie gesagt, das waren sehr hohe Volatilitäten. Da wollen wir natürlich mehr verkaufte Optionen haben. Da die Situation momentan wirklich so oder so sein kann, wie beispielsweise gestern, halte ich es für empfehlenswert, jetzt nicht unbedingt eine dieser Seiten, also weder die Ober- noch die Unterseite, nackt zu gehen. Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal in Home Depot rein. Wir sind hier in der Trader Workstation. Die wird von FX Flat hier auch mitgebracht. Das heißt, wenn ihr bei FX Flat hier ein Konto eröffnet, kriegt ihr die Trader Workstation. Das ist echt ein Hammer-Hammer-Tool. Damit kann man halt viel machen. Und was man halt richtig schön machen kann, man kann sie jetzt hier auch die Aktien reinholen. Ich hole mir jetzt mal Home Depot rein. Und was für mich natürlich auch wichtig ist, ist, dass die implizite Volatilität jetzt nicht allzu niedrig ist. Normalerweise habe ich höhere implizite Volatilitäten im Fokus. Also das heißt, hier ist es jetzt schon knapp an der Kante, aber ich bin trotzdem noch zufrieden mit dem Trade. Und wir gehen jetzt auch mal drauf. Ich gehe hier drauf, gehe auf Option Trader, komme zu dem Fenster. Eine Sekunde, ich habe hier mehrere Monitore, muss ich ein bisschen schieben. Gehe ich hier rein. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir jetzt verschiedenste Registerkarten. Ja, also hier haben wir die Optionsketten. Ja, und wir suchen uns jetzt die Option raus, von der ich eben auch gesprochen habe. Das wäre der 18. November. Das Erste, was ich hier mache, ich gehe auf Strategy Builder. Und dann suche ich mir jetzt auf der Seite, das ist die Seite für die Puts, da suche ich mir jetzt den Strike-Preis raus, der lag jetzt hier unten bei 2,45 und oben bei 3,40. 2,45 gucke ich mir an
sehe hier Delta 12, ja, das ist okay. Ja, ich hätte jetzt auch Delta 10 nehmen können, ja, kann man natürlich dann auch, aber wir wollen auch noch ein bisschen Geld verdienen. 2,45 auf der einen Seite und dann haben wir gesagt, wir kaufen eine Put-Option. Und die haben wir gesagt, bei wie viel? Die holen wir bei 230. So, die ist natürlich recht teuer. Darf man nicht vergessen. Verlustverrechnung, hallo, ja, 230, die kaufe ich. Und auf der anderen Seite machen wir das doch ähnlich. Da habe ich gesagt, da holen wir die 340. Da verdienen wir wenig Geld. Da verdienen wir wirklich wenig Geld. Man sieht das hier. Ich würde sogar sagen, von wegen, wir gucken uns das nochmal kurz an. Wenn ich das doch ein bisschen anders mache, ich gucke mir mal an bei 330. Ja. Ich gehe hier auf 330. Ich erhöhe sozusagen hier ein bisschen. Ich gehe hier einen runter. Und ich mache das doch ein wenig mehr so. Ist noch nicht asymmetrisch. Das heißt, es ist jetzt weder bullisch noch bärisch. Ja. Aber ich gehe jetzt hier auf 240. Hier gehe ich auf 225. Auf der anderen Seite gehe ich auf die 330. Verkaufe die Call-Option. Und die sichere ich mir ab mit einer gekauften Call-Option hier auf 340. Gucken wir uns an, ich will ja immer den besten Preis. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal mit 180 Dollar hier rein. Dann gehen wir auf Übermitteln. Gehen wir auf Übermitteln. Eine Sekunde. Dann gucke ich mir das nochmal an. Und jetzt ist es getan. Ich habe es jetzt hier übermittelt. Und jetzt lasse ich den jetzt auch erstmal drin. Ja? Bevor ich hier anpasse und zu günstig verkaufe, zu wenig Prämien vereinnahme, sage ich, nee, warten ein bisschen und passe dann später nachträglich ein. Also ich würde jetzt hier, für all jene, die mir jetzt zugucken, ich würde das definitiv nicht unter 160 machen. Ja? Also 1,60 minus 1,60 ist jetzt für mich die Limit, also das, was ich mindestens hier kriegen möchte. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Sind da Fragen? Ja. Dann vielleicht noch mal kurz ein tolles Angebot, was ich mit FX Flat da anbiete. Das möchte ich jetzt hier auch mal kurz zeigen. Wo finde ich das jetzt? Das finde ich wahrscheinlich auf meiner Homepage. Und dann zeigen wir noch, da gehen wir mal auf Empfehlungen, also auf Options for Winners, auf Empfehlungen. Und wenn man jetzt bei mir in den Club reinkommen möchte, dann kann man hier über den Link ein Konto bei FX Flat eröffnen und dann bekommt man 2 verlängerte Monate Clubmitgliedschaft. Ja. Und da haben wir halt ganz, ganz viele Workshops und einer dieser Workshops, der startet jetzt am Freitag, das sind die Future-Optionen auf Rohstoffe. Und da möchte ich nochmal eine Lanze für brechen, weil wir haben hier im Club eine Seite mit Auswertungen der COT-Daten. Was sind die COT-Daten? Die COD-Daten sind die Daten, die werden innerhalb eines Reports einmal in der Woche veröffentlicht und die zeigen die Positionierung der Big Player. Und die Big Player, die kann man dann logischerweise auch auswerten. Das heißt, die Verhaltensweisen, wie die sich positionieren, geben uns natürlich auch mehr einen Blick, wie der Markt so tickt, als in anderen Bereichen. Das ist die Edge von den Rohstoffen. Und hier ist eine Auswertung, die man bei mir bekommt, wenn man im Club ist. Da kriegt man Zugang dann zu dieser Seite. Und da haben wir jetzt beispielsweise hier sehr viel Long auf der Goldseite, auf der Ölseite bei Crude Oil oder auch jetzt hier bei Gold. Ja, die sind schon lange, sind die schon ein wenig Long. Und dann böte es sich vielleicht mal an, sich auch damit näher zu beschäftigen. Wenn wir uns das jetzt mal an Gold beispielsweise angucken, wie geht das eigentlich? Da gehe ich jetzt hier,
gebe beispielsweise CL, das ist der Ticker für Crude Oil, dann klicke ich hier auf Futures, dann suche ich mir den Future-Kontrakt raus, wo ich die Option traden möchte. Ich nehme jetzt einfach mal den Dezember. Gehe mit der rechten Maustaste drauf, Option Trader, öffnet sich das. Und jetzt ist das genauso wie mit den Aktienoptionen, aber hier haben wir beispielsweise einen Multiplikator, nicht von 100, sondern von 1000. Das möchte ich jetzt mal zeigen. Wenn ich hier einen Bullput-Spread, weil ich bullish glaube, auf Öl eröffne und ich gehe hier auf die 63 und klicke hier auf die 64, ja, dann würde ich auf der einen Seite würde ich $75 an Profit gewinnen, aber, und jetzt kommt das Wesentliche, das, was ich eigentlich zeigen will. Der Verlust, der ist natürlich viel, viel größer. Wenn ich jetzt hier auf Ende der Laufzeit beispielsweise gehe und hier 100%, habe ich $950 Verlust. Und warum? Weil dieser eine Punkt, diese 65 zu 64, werden nicht mal 100, sondern mal 1000 genommen. Da sind wir bei $1000 und dann abzüglich der vereinnahmten Prämie. Ja, ganz wichtig, ja, dass man da auf die Multiplikatoren achtet. Der Weg ist nicht so einfach. Das heißt, wer Future Option tradet, der muss doch schon ein wenig mehr wissen. Da sind wir schon alleine hier bei den impliziten Volatilitäten für die Commodities, also für die Rohstoffe. Das ist ein bisschen anders. Die Auswertung der COT-Daten, das ist ein bisschen anders. Aber das ist halt alles, was man lernen und dann auch umsetzen kann. Und wenn es dann der Fall ist, hat man natürlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Erstens, weil die Prämien höher sind, weil das Underlying meistens ein größeres Volumen hat. Aber noch viel, viel schöner ist, dass die Margin niedriger ist. Und eine niedrigere Margin bedeutet ja auch, ich brauche weniger Werkzeug für diesen Trade als beispielsweise für Aktienoptionen. Heißt, ich kann mehr traden und habe dann schlussendlich, wenn es auch gut geht, natürlich auch mehr Rendite. Und dann hat man natürlich dann solche Möglichkeiten, wie hier jetzt mit Crude Oil auf der einen oder anderen Seite zu profitieren. Wir sind jetzt hier auch mit dem Iron Core dran da reingegangen. Das ist natürlich, je nachdem, wie man es mag, kann man es machen. Aber das sind halt wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die man hier auch hat, wenn man diese COT-Daten kennt, lernt und dann auch nutzt. Ja. Genau. Super, Flo, sind da noch Fragen? Ja, es sind zwei Fragen reingekommen. Soll ich die vorlesen oder wolltest du selber schauen? Kannst du die vorlesen? Ich weiß gar nicht, wo ich Kein Problem. Kaufen Sie vor Laufzeitende die Option zurück oder lassen Sie sie verfallen? Selten lasse ich die verfallen. Meistens schließe ich. Okay, alright. Dann die nächste Frage wäre, auf europäische Aktien gibt es nur wenige Optionen. Ist es sinnvoll, sich auf den US-Markt zu beschränken? Aber zu beschränken würde ich jetzt nicht sagen. Also wie man hier auch gesehen hat, ich habe ja jetzt auch auf BASF, trade ich ja auch. Also ich trade auch deutsche Aktien, ist einfach der Fall. Die sind weniger liquide als die amerikanischen. Für mich, wenn man jetzt nicht an das Unternehmen selbst, in Anführungszeichen, als Investor interessiert ist, würde ich vielleicht einfach gucken, wenn ich jetzt beispielsweise in die Luftfahrtindustrie investieren oder als Optionshändler agieren möchte, dann brauche ich ja nicht zwingend die Lufthansa. Da habe ich ja in Amerika Delta Airlines, American Airlines, da habe ich ja genug Alternativen. Also von daher würde ich schon den Fokus definitiv auf den amerikanischen Markt richten, vorausgesetzt, es geht jetzt nicht um ein direktes Investment, wo man stark für das Unternehmen interessiert ist. Ja. Okay, mehr Fragen sind jetzt noch nicht reingekommen. Super. Genau, das war es dann sozusagen von meiner Seite. Also ich würde das genauso in der Art und Weise jetzt, ich glaube, das ist alle 2 Wochen, Flo, richtig? Ja. Genau, korrekt. Ja, genau, würde ich das dann fortsetzen und dann können wir uns auch gerne immer die Trades, die wir da eröffnet haben, beziehungsweise die noch offen sind, dann auch angucken, wie die in der Entwicklung sind. Dass man das dann vielleicht gemeinsam macht. Okay, alles klar. Ach so, jetzt ist tatsächlich noch was reingekommen. Ja. Wie funktioniert die Null-DTE-Strategie?
Ja, die funktioniert, indem man auf den Index beispielsweise, wie den SPX, der ja tägliche Optionen hat, dann eine Option tradet oder Optionen tradet, die am selbigen Tag ja auslaufen. Also das ist eine wirklich gute Frage. Ja, das ginge ja jetzt beispielsweise. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also normalerweise wäre ich jetzt auch schon mit einem Trade wahrscheinlich drin. Aber man kann sich das natürlich hier auch angucken. Ich hole mir einfach jetzt mal den SPX hier rein. SPX Index Option Trader. Dann sieht man jetzt erstmal eins, wenn es jetzt käme. Ah ja. Genau, wichtig ist wöchentlich quartalsweise anklicken und dann hat man jetzt hier einen, der läuft also auch heute aus, ja, und dann das nächste, was man macht, man guckt natürlich an, in welche Richtung man investiert, also das heißt, wenn man jetzt bullish oder bearish ist und dann macht man es also ähnlich wie mit den Aktienoptionen, man sucht sich am besten immer ein Delta weit aus dem Geld und warum? Weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man nicht irgendwie ja, ins Geld läuft. Ja, also eine Ausübung findet nicht statt. Das ist ein Cash-Settlement. Das heißt, Verluste, die hier entstehen, die werden bar ausgeglichen. Und die bar ausgeglichenen Verluste, die werden übrigens in die 20K-Verlustverrechnung eingehen. Ja, das ist halt weniger schön. Deshalb würde ich das auch nicht empfehlen. Da sollte man auch vorher schließen. Ja, und dann geht man hier rein und macht jetzt beispielsweise hier bei dem Delta 1. Dann sucht man sich einen Abstand. Was ich gerne mache, sind die 25er. Und dann hat man jetzt theoretisch 115 Dollar Profit, wenn der Kurs nicht fällt, ne? Also wenn das jetzt nicht groß runtergeht. Und das muss man natürlich mit verschiedensten Indikatoren auch machen, ist aber eine sehr intensive, anstrengende Strategie. Also da empfehle ich jedem, der das macht, auch vor dem Monitor zu bleiben und nicht vielleicht sagen, ich mache den Trade auf und geh dann weg. Ja, also da kann natürlich schnell was gegen einen laufen. Ne? Ich erinnere an letzten Freitag, da gab es ja am Ende auch noch so eine schöne rote Kerze am Schluss. Das hat den einen oder anderen natürlich auch das Wochenende versaut, da muss man natürlich auch aufpassen. Okay. Ich denke mal, das bezieht sich jetzt darauf. Sind die auch QQQ? Nee, sind die QQQ auch geeignet? So. Naja, also QQQ kannst du natürlich auch machen, aber QQQ, wenn wir uns das jetzt mal hier reinholen, QQQ ist ja der ETF auf den Nasdaq. Ja, also das war jetzt gerade der Index. Ne? Das Pendant zum QQQ für den S&P 500 ist ja der SPY. Und hier hast du halt nicht das, was du jetzt beispielsweise beim SPX hast, täglich, sondern in Anführungszeichen nur dreimal die Woche. Ja? Okay, Das ist dann wann laufen die Daily Options im SPX aus? Um welche Die Daily Uhrzeit? Options im SPX, die laufen aus beim Börsenschlusskurs, also um 22 Uhr. Der letzte Okay. Kurs wird berücksichtigt dann, das sind 22 Uhr. Ja. Okay. Dann noch eine Frage abschließend. Bezieht sich auf deinen Club. Was wird denn im Club alles über Futures gelehrt? Ich finde den Preis für den Club und das Angebot sehr fair. Da wollen andere für Future Wissen schon fünfstellige Summen haben. Deshalb die Frage, was wird alles gezeigt? Ja, also was wir machen, also wir müssen differenzieren zwischen Futures und Future-Optionen. Bei mir geht es ja primär um Optionen auf Futures. Also ich trade hier im Club, im Workshop, traden wir Optionen auf Futures. Ja? Das werden wir dann halt regelmäßig machen, so wie jetzt hier mit Öl. Die Analysen werden ja dann immer am Wochenende stattfinden, weil am Freitag werden die Commitment of Traders Reports ja veröffentlicht. Das heißt, am Samstag oder am Wochenende werden natürlich die Analysen gemacht und am Montag geht es dann ins Trading. Also ich kann nur sagen, ist echt mega. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ich meine, der ein oder andere, der vielleicht meine Vergangenheit mal sich angeschaut hat, ich bin ja stark rohstoffaffin, ja, und ich muss auch sagen, Preise von den anderen, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das, was wir hier im Club haben, das ist durch die Zeit entstanden. Ich wollte zuerst nicht hier Optionen auf Futures traden oder hier anzeigen, weil ich denke, dass da halt viel Erfahrung zugehört. Aber aufgrund meiner Erfahrung im Einzelcoaching kann ich sagen, dass es doch
möglich. Und das bieten halt an. Das heißt, da kommt ja nicht nur das hier hinzu, sondern auch die technischen Indikatoren in der Trading View. Und da kann ich nur empfehlen, mega, besonders in der Phase, wo jetzt der eine oder andere sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Aktienmärkte, ja, das, was die Fed da macht, das geht mir schon so ein bisschen auf den Zeiger, kann natürlich hier ein schönes zusätzliches Geschäft mitmachen. Ja. Okay, alle anderen Sachen bezüglich deinem Club und so findet man bei, denke ich mal, bei dir auf der Website, ne? Genau, findest du auch auf der Website optionsforwinners.de/club. Ja, und auf der Landingpage, die ich da auch gerade hier aufgezeigt habe, steht ja auch drin, was wir hier im Workshop machen. Ne? Also wie gesagt, wenn man hier noch kein Konto hat oder man hat schon ein Konto und sagt, man möchte auch wirklich guten Support, auch mal auf Deutsch, ja, dann würde ich hier definitiv empfehlen, das hier drüber zu machen. Ja? Also gerne kann man natürlich auch ein Gespräch mit mir buchen, ja, dass wir da vielleicht nochmal hier und da darauf eingehen, ob das vielleicht das Richtige ist oder nicht. Ja, wir sind jetzt 160 Mitglieder, wir wachsen, wir haben auch hier Unterstützung, das heißt, ich bin nicht mehr the one and only, sondern da sind welche bei, die sich auch stark um die Anfängerthemen dann kümmern. Ich konzentriere mich hier halt um diese Workshops, um das Traden selbst. Wir werden einen Live-Trading-Room haben. Also es wird noch ganz, ganz toll und wird halt immer besser. Das ist ja bei allem, was man so will. Man will ja immer Wachstum und das kann ich hier garantieren, werden wir im Club auch haben. Okay, perfekt. Super, dann würde ich sagen, ich danke dir, Thorsten, für das tolle Webinar. Mir hat es sehr gut gefallen und so wie es rüberkommt, den Teilnehmern auch. Super. Von daher, super Sache, vor allem mit dem Live-Trade am Ende. Es ist immer noch mal toll, das auch in der Praxis umgesetzt zu sehen. Großes Lob auf jeden Fall von Seiten FXLet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in 2 Wochen, natürlich du auf jeden Fall, und ich hoffe natürlich die Teilnehmer auch, in 2 Wochen dann wieder, gleiche Uhrzeit, 15:30 zur US-Eröffnung. Und mehr habe ich nicht zu sagen, außer gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Super, danke Flo, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.